durch die Tierwelt. So eine Tour dauert normalerweise eine Stunde, aber auch schon 2 Tage gebraucht. Ja, wenn so Nashorn auf der Straße liegt, könnte es ein bisschen dauern. Liegt aber nicht jeden Tag Nashorn auf der Straße. Wenn es euch zu warm wird, ich habe also die Heizung ausgemacht, okay, schon länger, müsst ihr gerade die Kippfenster ein bisschen aufmachen. Oben am besten alle oder unten, wenn es zu warm wird. Jetzt aber was Ernstes, ein Sicherheitshinweis. Wenn der Bus fährt, bitte nicht hin und her laufen. Es könnte sein, ich muss bremsen, warum auch immer. Wenn er dann hinfällt, euch verletzt und wir müssen abbrechen, das wäre natürlich sehr schade. Also die Kleinen passen auf die Großen auf und umgekehrt. Das ist eine Menge Gelände, keine Tiere, keine Sorge. Wir haben über 1500 Tiere in der Tierwelt auf unserer Tour jetzt in 17 großen Gehege. Da rechts sind dann die ersten Affen, die schwarz-weißen Affen auf der rechten Seite. Das sind Lemurenaffen auf der Insel. Hinter der Hütte, seht ihr vielleicht ganz schlecht, sitzen ein paar Affen rum. Schwarz-weiße Affen. Auch? Doch, schwarz. Seht ihr die Affen da? Naja. Also das sind Siamang-Affen aus Sumatra, links auf der Insel hinter der ganz kleinen Hütte. Vielleicht sehen wir es auf der anderen Seite ein bisschen besser. Wenn ihr links schaut, da haben wir ganz verschiedene Tiere. Ich nehme mal die, welche eine Zielscheibe am Hintern haben. Seht ihr, die Vorderbeine länger als die Hinterbeine sind. Giraffen sind auch genauso Säugetiere wie wir. Ankommen, brauchen aber keine Tabletten dafür. Ja, die Hörner sind auch keine Hörner, sondern mit Fell überzogene Hornzapfen vorbeifahren. Vor uns steht mal links gerade eine ganz schwarze, also ein schwarzes Tier. Hier links, das ist eine Rappenantilope. Weil die so schwarz ist wie ein Rappe, also wie ein Fellantilopen. Da läuft rechts eine gerade rum, da fahren wir auch vorsichtig vorbei. Wie hier die großen Beige-Feste feiern, da malen sie ihr Gesicht genauso an wie diese Antilopen. Wenn ihr dann, da guckt mal links auf die Insel, da seht ihr die Affen jetzt besser, die Schwarzen. Die Tour haben wir so ungefähr nach 2 Tagen wieder vorbei. Auf der anderen Seite. Da sehen wir die Giraffen auch nochmal. Da ist auch eine kleine Giraffe. Ja. Jetzt sind wir in Zululand. Unsere Gehege sind natürlich sehr groß. Wir müssen selbst schauen, wo die Tiere immer sind. Und rechts seht ihr schon mal, da staut schon. Weil vorne ist ein Parkplatz und da halten wir auch am Streit und Spaß. Da machen wir die erste Pause. Wenn man schon ein bisschen links rüber schaut, da die Lobe und die Braunen drumherum ohne Farben sozusagen, das sind alles seine Weibchen, das 11 Stück. Ja, in der Hütte hier links seht ihr dann Tunga sitzen, da ist ein bisschen krank. Und die töten ihre Beute durch Ersticken, die verbeißen sich im Gesicht und dann ersticken sie die Beute. Und die Weißen irgendwo hier rumstehen, das sind Säbel, die nennt sich Angola. Ja, hier ist schon ein bisschen Karussell-Feeling. Wir haben auch schöne Schlaglöcher. Also immer schön. Meistens stimmt's. Wenn es auch drin ist, ja. Genau. Also, wir fahren nach Angola. Rechts sind zufällig gerade mal wieder ein paar Kronenkraniche, die kennt ihr schon. Ich habe ja gesagt, die sind in mehreren Gehegen. Hier stehen sie schon mal wieder. Wer geradeaus schaut und wenn ich um die Kurve fahre, mit den Hörnern so ein bisschen näher kommt. Ja, Pferdeantilope. Sieht ganz lustig aus. Da kommt auch rechts noch was davon. Fahr mal lieber vor, da sehen wir sie näher. Wir haben hier Wapiti. Wapiti-Hirsche. Wapiti heißt auf Indianisch weißer Hintern. Wer links ein bisschen rüber schaut, sieht auch Bisons, Indianer-Bisons. Und hier rechts sitzt Rudi, der Platzhirsch. Hier rechts. Die Wapitis sind die größte Hirschart in Nordamerika. Das ist Rudi. Er will noch ein bisschen größeres Geweih. Hier links steht eine Hirschkuh am Ausling, wenn die Kinder das Auto lenken. Wenn ihr links die Bisons seht, von denen gab es mal 60 Millionen Tiere. Die ist aus dem gleichen Wurf. Oh, jetzt hat sie Zähne gezeigt. Ja, das Gehege ist geschlossen oben. Die können über 5 Meter hoch springen mit einem Satz. Die können auch sehr gut wenige. Wenn ihr links schaut, da seht ihr eine Hirschart. Das sind Dubowski-Hirsche. So ein schweineähnliches Tier hier links, das ist ein Flachland-Tapir. Die sind verwandt mit Pferden und mit Nashörnern. Und die haben so eine rüsselartige Nase wie ein Elefant, diese Flachland-Tapir. Jetzt seht ihr gerade einen nur von hinten. Aber doch, jetzt sieht man besser. Ja, die Lamas, wo hier rumlaufen, das sind jetzt die Guanacos, die südamerikanische Form des Lamas. Sind zwar mit Kamelen verwandt, ich sage aber immer Lama. Und Rüssel.
Ganze 250 Kilo schwer. Da hängt ein Affe. Die Schwarzen hier rechts. Das ist Jörg. Der heißt Jörg. Das ist ein weißer Gibbonaffe. Und der ist ein Menschen. Deswegen sind wir auch ein bisschen leise, wenn es geht. Wenn es geht, das ist schön. Ja. Die Frisur vom blöden Männchen ist nicht bloß Frisur, sondern Beiß- und Schlagschutz, wenn die kämpfen. Weiße Löwe-Mädel, da schlabbert sie mit der rauen Zunge zuerst die Gesichtshaut weg, dann holen sie die Augäpfel raus, dann brechen sie den Schädel auf, süffeln das Gehirn raus, dann knabbern sie den ganzen Tag an so einem Schädel rum. Alle zwei Tage machen wir das. Heute im Gesicht aussehen, das sind die ehemaligen Männchen. Bei denen fällt oft noch ein, dass sie mal Männchen waren. Vorne links liegt der Baba, der heißt bei uns Baba, der Chef der Gruppe. So ein Männchen schläft auch bis zu 20 Stunden am Tag. Da liegt noch einer. Tiger gehen gerne ins Wasser, weil sie schwimmen, die gehen aber rückwärts ins Wasser. Und zwar deswegen, die müssen einfach immer sehen, ob sie von vorne rufen. Die sind also größer, wie ihr seht. Und die weißen Tiger, die gibt es sozusagen so gut wie gar nicht. Wenn die Affen den PKW überfallen, dann reißen die zuerst die Scheiben wie Waschanlage raus. Da ist Alkohol drin, das ist nicht so groß wie Grizzlies. Aber alle Bären sind gefährlich, die haben keine Gesichtsmimik, also keine Muskulatur gesehen. Nachricht. Links sieht er den Bären vielleicht ein bisschen besser, da sitzt er da und guckt sich alles an hier. Und wir fahren gleich nach Australien Scheiben picken. So, es gibt gerade Futter, deswegen rennen die alle rum hier. Der Emu ist bei den Nashörnern, das ist kein Elfenbein, sondern nicht körpereigenem Eiweiß verklebte Haarreste und Hornflechten. Das vordere Horn wird über einen Meter lang, manchmal fällt es ab, es ist nicht aus von der Fehlzeichnung her. Keines gleich den anderen, genau wie unsere Fingerabdrücke. Rechts, da haben wir noch afrikanische Elefanten. Das ist auch das letzte Gehege aus der Tierwelt. Machen wir jetzt mal ganz langsam dran vorbei. Vielleicht noch was Lustiges für die Erwachsenen. Kinder weg bis zu 22 Monate aus. Die gehen bis drei Jahre lang, gehen die Babys bei der Mama trinken. Oh, ja, fällt mir gerade an. Wir fahren jetzt noch an der Messstation vorbei. Wir haben eine Messstation, da messen wir immer, wie groß unsere Giraffen werden. Vielleicht kommt es doch mal zu uns rüber. Nee, wenn PKWs hier füttern, kommen die Giraffen nie zu uns. Die dürfen zwar nicht füttern, das ist eigentlich nicht gestattet, aber... Das ist kein Problem. Wir fangen mal an hier mit vorne, mit dem Hellbraun. Das sind unsere edlen Antilopen. Das ist die größte Antilopenart, die es gibt. Mit Jungen werden bis zu 900 Kilo schwer. Wir haben jetzt momentan 9 Weiber, ja, 8 Junge und einen Bullen. Und der war immer noch kaputt vom Herbst. Da könnt ihr mir glauben. Na, fertig? Ja. Unsere schicken Trommeldare. Die halten jedes Auto an, wirklich. Da ist immer hier wahnsinnig Stau. Gucken wir mal so nach illegalen Sachen, wie zum Beispiel nach Weingummis. Ja. Das Problem ist, die Gäste wissen nicht, dass ein Trommel da nicht nur schnell ist, ja, und groß, sondern schauen, wenn wir Glück haben. Ja, und das sind unsere Milka-Kühe, Sommerurlaub. Genauer gesagt, eine besondere Tussi in der Nacht sind heilige Tiere und dienen auch als Statussymbol und sind Währungsmittel. Und diese Rinder hier werden niemals im Leben geschlachtet. Niemals. Ja, wie erkennt man jetzt, wie wertvoll, sag ich mal, so ein Horn ist? Ja, ich krieg auch immer Angst, weil der unten rechts aussieht wie Thomas Gottschalk. Vielleicht sieht die sie ja auch auf besseren. Hier, guck mal, da ist die wilde Hilde. Wilde Hilde. Oh oh. Ah, jetzt habe ich einen Lack. Krasser. Ja,
wenn der Bus im selben Takt wackelt würde, wie das Ding hinrennt, denke ich mal, hättet ihr mehr Angst, ne? Vater hier schon drinne, Mutti will den Kleinen ins Wasser schubsen, der hat sich 3 Wochen lang schon nicht mehr gewaschen. Heute Morgen hat sie sich... Und hier ist das Wasser! Du hast aber noch richtig schön reingeguckt. Hallo, Hallo. Einige Wasser befüllen. Und schon geht er los. Guckt euch das an, meine Damen und Herren. Das ist Adrenalin pur, meine Damen und Herren. Was macht er denn da? Zack! Na, so viel versprochen. Essen Kracher, oder? Ich bin diesmal völlig fertig nach. Aber jetzt mal ganz ehrlich her. Ja, ich glaube, der eine oder andere fragt sich gerade, was ich für Tabletten kriege. Keine Ahnung, Leute, aber ehrlich, die sind lecker und verdammt gut. Ja, junger Mann, dritte Reihe, gehst du nahe ins Tierreich los? Wenn was zu heftig ist, guck lieber nach links. Da haben wir Lilla Blumen vom Hello Kitty Fat Club. Die beruhigen so schön. Hier vorne haben wir unsere Heidekrokodile. Sind ganz selten, gibt es nur hier. Thank you.
Das guckt wie ein Formel 1 Auto. Gerade nur Formel 1. Mit voller Kamera. Ohne Dach und ohne Spiegel.